Ja, Wiesmann und Bischofs Move. Das Fahrzeug hat die Super Camper Alarmanlage von Pandora eingebaut. Der Kunde ist top zufrieden damit. Wir haben das System noch etwas verfeinert. Wir haben nämlich einen zusätzlichen Radarsensor verbaut, der jetzt davor schützt, dass, wenn jemand sich schon in der Nähe von den Scheiben aufhält, entsprechend einen Voralarm auslösen kann. Wir wollen aber noch mal auf eine ganz andere Sache eingehen. Ich habe nämlich eine Frage bekommen. Aufgrund eines Fernsehberichts im ZDF bei Terra Express gab es eine Story, wo ein Pärchen ihr privates Wohnmobil vermietet hat. Die haben dann entsprechend die Daten des Mieters aufgenommen und waren fröhlicher Dinge. Die Miete wurde bezahlt und hatten, glaube ich, abgemacht, nach 2 Wochen soll das Fahrzeug wiederkommen. Das Fahrzeug kam aber nicht wieder. Sie haben dann versucht, denjenigen zu erreichen. Nummer war nicht erreichbar und so weiter. Sind zur Polizei und haben gesagt, sie möchten eine Anzeige wegen Diebstahl machen. Daraufhin hat die Polizei sich den Fall angeguckt und hat gesagt, sie werden keine Anzeige wegen Diebstahl aufnehmen können, weil es sich um eine Unterschlagung handelt. Denn das Fahrzeug wurde ja im guten Gewissen an denjenigen rausgegeben. Das heißt, sie haben die Schlüssel abgegeben und haben ihm die Nutzungsrechte eingeräumt. Allerdings nur für eine gewisse Zeit. Jetzt bringt derjenige das Fahrzeug nicht wieder. Stellte sich natürlich raus, dass die Papiere gefälscht waren und so weiter und so weiter. Eine sehr interessante Geschichte. Ich mache einen kleinen Link hier ins Video. Können Sie sich mal angucken. Das Fahrzeug sollte dann mit einem gefälschten Brief verkauft werden und ist letztendlich, ich meine, in den Niederlanden gelandet. Und derjenige musste sich das Auto ein zweites Mal kaufen. Also gar nicht gut. Was Sie machen können, wenn Sie ein Wohnmobil vermieten, wäre, dass Sie sich mit so einem System entsprechend einen Vorsprung verschaffen. Einmal haben Sie die Möglichkeit, den Wagen geofence-mäßig festzulegen. Das heißt, ich kann demjenigen sagen, fahr bitte nicht aus Deutschland raus oder in die Ostblockländer. Dann würde mich das Fahrzeug entsprechend informieren und sagt, ich bin jetzt auf dem Weg in die Ostblockländer, weil die Grenzen überschritten worden sind. Die zweite Sache ist, ich sage dem Kunden, du hast eine Alarmanlage, die vermiete ich dir entsprechend mit. Ich kann auch ein paar Euro mehr mitnehmen, weil der gesunde Menschenverstand würde sagen, das ist klasse, ein gut gesichertes Auto nehme ich gerne mit. Die Tracking-Funktion, dass das Fahrzeug seine Touren aufschreibt oder mitzeichnet, die können Sie ausschalten. Das heißt, Sie wollen nicht wissen, wo derjenige hinfährt, dann schalten Sie diese Funktion aus und kann bei Bedarf wieder eingeschaltet werden. Jetzt kommen wir aber in den Vorteil. Wenn derjenige nicht wieder auftaucht mit dem Auto, dann können Sie entsprechend das Fahrzeug, das Tracking aktivieren und lassen sich anzeigen, wo das Fahrzeug steht. Dann haben Sie zumindest den Vorsprung, wenn Sie dann bei der Polizei gehen und sagen, Unterschlagung, Sie wissen wenigstens, wo das Fahrzeug steht. Wenn Sie den Eindruck haben, das Fahrzeug wird weiter genutzt, dann haben Sie die Möglichkeit, das Fahrzeug stillzulegen. Selbst wenn Sie den Tag entsprechend ja mit ausgeliefert haben an das Fahrzeug, um die Alarmanlage nutzen zu können. Oder Sie sagen, ich gebe den Schlüssel nur so raus, derjenige braucht die Alarmanlage nicht. Ohne Tag kann er sie nicht scharf schalten, ohne scharf schalten kann er sie auch nicht nutzen. Vorteil für Sie wäre, Sie können das Fahrzeug dann auch entsprechend in Vollalarm setzen und eine Startsperre aussprechen. Das Auto lässt sich nicht mehr starten, das Auto ist entsprechend nicht mehr zu nutzen und steht nur mit laufender Sirene und entsprechend, ja, keinem Motorstart dort, wo Sie quasi sagen, jetzt wird er stillgelegt, beim nächsten Start geht es nicht mehr. Also wenn Sie sowas interessiert, Sie Ihr Fahrzeug vermieten und sagen, ich möchte mein Fahrzeug besser schützen, ich nutze die Alarmanlage, hat ja auch einen Mehrwert, wenn Sie das Fahrzeug privat benutzen und einen Mehrwert, wenn Sie es vermieten, da Sie eine Alarmanlage haben, dann sprechen Sie uns doch gerne mal an. www.kernforce.de oder Sie schreiben uns eine E-Mail an die info@kernforce.de.